Hallo Gruppenfreunde, ein neues Video. Heute machen wir wieder mal Wurst. Und zwar machen wir heute eine Art Salami-Knacker. Ganz dünne. Wie das funktioniert in diesem Video, wenn es klappt. Aber erst mal die Meise. Wir brauchen dazu, ich habe hier Nackenfleisch, 800 Gramm. Dann machen wir noch 200 Gramm Speck rein. Die 800 Gramm Schweinefleisch wolfen wir durch die 8 mm Scheibe. Ah, noch was vergessen zu sagen, ich mache zwei Sorten Wurst. Einmal die Salami-Knacker und dann mache ich noch bulgarische Bauernwurst. Also 500. Jetzt werden wir erstmal durch die 8 mm das Fleisch durchdrehen und dann durch die kleine Scheibe hier an die 2,5-3 mm 200 Gramm Speck auch durchdrehen. Wie ich das durchdrehe, war ich nicht zeigen, habe ich schon ein paar Mal gezeigt. Ja, das Schweinefleisch, das war auch noch etwas angefroren. Kann ruhig richtig kalt sein. Das stellen wir jetzt wieder in den Kühlschrank oder in die Kühltruhe. Das soll wieder sehr kalt sein. In der Zwischenzeit durch den Speck schneiden und durchwolfen. Bei den Speck habe ich vergessen zu sagen, natürlich die Schwarten abmachen, nicht mit durchdrehen. Die schmeißen wir alle weg, die brauchen wir für die nächste Wurst. So, jetzt stelle ich das wieder etwas kalt. Der Speck war auch noch leicht angefroren, so ist das gut. Wieder kalt stellen, dabei die Gewürze machen. Dann Freunde, wir haben unsere Gewürze. Ich muss erstmal hier durchkneten. Und dann muss ich die Hälfte von der Masse erstmal wegnehmen. Und wir wollen ja die Salami und die bulgarische Bauernwurst machen. Also 500 Gramm wegnehmen. Für die bulgarische Wurst brauchen wir dann andere Gewürze. Weniger. Bei der Salami haben wir hier reichlich Gewürze. Von Pökelsalz bis zum Knoblauch. Koriander, Kümmel, scharfen Paprika, süßen Paprika. Kommt wieder unten alles rein in die Beschreibung. So, ich tue das erstmal hier wegnehmen. 500 Gramm. So, haben wir nur die Hälfte. Jetzt tun wir hier unsere Gewürze rein. Wie gesagt, kommt unten alles in die Beschreibung rein. Kümmel ist auch drin. Bei Knacker müssen, muss Kümmel rein. So, das tun wir jetzt ordentlich alles sehr ordentlich verkneten. Und dann fülle ich das ab in ganz dünne Därme von Schaf.
zeige ich dann, wie es aussieht. Freunde, Stunden später habe ich die in den Darm gekriegt. War gar nicht so einfach. Weil auf die Dülle kriege ich den nicht drauf. Musste ich mit dem Trichter machen. So, die hängen wir jetzt erstmal auf zum Trocknen, die sich umfärben, damit sie ein bisschen rötlich werden. Danach kann man die räuchern oder weiter trocknen lassen. Räuchern ist mir zu kalt, bei minus 15 Grad war ich in den Garten. Zum Räuchern, kalt räuchern. Ich tue die weiterhin trocknen, wie Salami sozusagen. Ja, die stellen wir erstmal beiseite, die trockne ich dann. Ah, wir gucken dann nochmal in 2-3 Tagen, ob sie sich umgefärbt haben. Jetzt sehen sie so bräunlich aus, die müssten eigentlich dann rötlich aussehen. Jetzt kommen wir zu den Bulgaren. Eigentlich nach Rezept müsste es rumänisch sein. Heißen bulgarische Knoblauch-Bauernwürste. Haben wir hier die Rezepte, die Gewürze. Viel Knoblauch ist hier drin. Mal euer rein. Durchmischen und dann auch wieder in die kleinen Därmer abfüllen. Mache ich erstmal, dann gucken wir wieder die Würstchen an. Freunde, Schnauze voll. Die Bulgaren haben wir auch fertig. Wenn jetzt hier, wie hier, etwas Luft drin ist, mit Nadel reinstechen, damit die Luft raus kann. Die werden ein bisschen kontrollieren. Auf alle Fälle haben sie eine andere Farbe als die Salami-Würste. Und die müssen wir jetzt bei 20 Grad, 15-20 Grad trocknen. Aber darf kein Luftzug sein. Und dann mal hier. Das sind die Knacker. Knacker. Die haben eine andere Farbe. Und hier. Die sind etwas dunkler. So, Freunde. Haben wir erstmal im Schellenberg gemacht hier. Gucken wir mal in 2-3 Tagen, wie sich die Farbe gemacht hat. Und dann lasse ich die bestimmt nochmal 10 Tage, 14 Tage hängen. Immer probieren gehen. Freunde, so sehen die Würstchen jetzt aus nach 3 Tagen. Trocknen. Haben auch schon Farbe eingenommen. Sind auch schon etwas trocken. Wie gesagt, jetzt könnte man die räuchern. Also riechen die gut. Auch hier die Bulgaren. Die Bulgaren machen auch einen guten.
Aber ich lasse die noch eine Weile trocknen. Noch einmal, haben wir 3, 4, 5. Vielleicht noch eine Woche, dann werde ich mal probieren. Eine. Wie sie schmeckt. Also weiter beobachten und kontrollieren die Sache. Guten Freunde, heute kommen wir mal zur Verkostung. Ist ja alles hin. Das sind die bulgarischen. Und das sind die deutschen. Deutsches Rezept habt ihr jetzt ungefähr, ich glaube, 10 oder 11 Tage, 10 Tage, 11 Tage hängen lassen. Schmecken von Feinsten, sage ich noch. Man kann sie dadurch auch noch länger hängen lassen. Das ist dann eine Art Salami. Werden wir mal verkosten. So, Gott, Leute. Semmelchen. Lass ich mal aufschneiden. Sehen wir das, wie es aussieht innen drinne. Ich weiß ja, wie sie schmecken. Das sind die bulgarischen. Mit Knoblauch. Hervorragend. Das ist die andere Sorte. Noch ein deutsches Rezept. Wie beim Metzger von meinem Ort zu Hause. Das schmecken die auch. Wie gesagt, man kann die auch noch äußern, aber schmeckt die so auch hervorragend. Beim Räuchern kriegen dann ein bisschen mehr Rauch, Geschmack sozusagen, riechen besser, aber geschmacklich ist das genau das gleiche. Nur zu empfehlen, mache ich wieder. Wenn die alle sind, wird es neu gemacht. Kommt Freunde, das war das Video. Knacker und bulgarische Bauernwürste. Wie immer, meine Damen und Herren, und mich freuen, abonnieren, kommentieren, auf die Glocke drücken, wenn ihr das nächste Video nicht verpasst. Das war's.